Meine lieben Freunde, der heute etwas zerstrubbelt startenden Unterhaltung. Vincent hier, Willi da. Grüß dich, Große. Grüß dich, wie geht's dir? Gut. Frische Haare. Frische Haare, schöne Frisur. Ja. Ich finde, du siehst wunderbar aus. Willi, mein Lieber, was hängt hier? Ja, wir haben hier auf jeden Fall die neuesten Pieces aus den Kollektionen von Zangief. Wenn man es irgendwie so langsam ausdrücken will, ich habe früher immer Zangief gesagt. Zangief. Für die, die es vielleicht so besser einordnen können. Ja, und wir haben hier ein breites Potpourri an verschiedenen Pieces aus den neuesten Kollektionen und sind super gespannt, was da heute auf uns zukommt, oder? Was da heute auf uns zukommt. Wir haben uns ein neues Konzept überlegt und ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lange rum. Und Willi startet jetzt direkt rein und würde euch erstmal ein Brief Check-up geben, wer oder was ist eigentlich Zangief. So, Vince hat es ja schon gesagt, wir haben hier die Pieces von Zangief am Start. Ein Dude, den ich schon etwas länger verfolge, sehr krasser Sinn für Ästhetik. Und wir haben jetzt endlich mal die Chance bekommen, die Sachen sozusagen zu checken. Er hat uns was zugeschickt, an dieser Stelle vielen Dank. Für die, die ihn nicht kennen, kommt ursprünglich aus London, zumindest aus dem UK-Raum. Ich bin nicht ganz sicher, ob er aus London kommt. Auf jeden Fall wohnt er jetzt in Berlin und führt hier seine Brand fort. Was genau jetzt hier passiert, werden wir jetzt in den nächsten Punkten sehen. Deswegen, bleibt auf jeden Fall dran. Los geht's. Altbewährte erste Punkt, kommen wir direkt zur Qualität und ohne lang umzuquatschen, würde ich mir hier mal die Tracksuit-Sets vornehmen. Da haben wir zwei zugeschickt bekommen. Das ist zum einen hier in grün Trackpants zusammen mit einer Zipjacke. Qualitativ hier auf jeden Fall absolutes Top-Level. Wir haben hier sehr schwere Baumwolle, Organic kann man an der Stelle noch erwähnen. Relativ viele Veredelungen damit drauf. Wir haben eine Tasche angenäht, haben hier einen sehr, sehr hochwertigen Riri-Zipper. Das ist ja so das Äquivalent zu YKK. Terry Cotton. Das Ganze ist hier auch nochmal mit einer schönen Waschung versehen. Auch sehr stylische Farbe. Ähnlich verhält sich's bei dem, die Pants sind tatsächlich identisch, einfach nur in einer anderen Farbe in Schwarz. Allerdings ist das Topteil, was wir hier in der Hand haben, kein Zipper, sondern wie man unschwer erkennen kann, ein Hoodie. Hier ist nochmal diese Pocket vorne drauf genäht, Inside Out. Da kann man auch ganz schön erkennen, was wir hier für Terry Cotton haben. Plus am Hals so ein bisschen distressed und nicht nur ein bisschen, sondern wirklich ordentlich eingerissen. Also auch hier qualitativ wirklich absolutes Top-Level, kann man gar nichts Negatives zu sagen. Kommen wir nun zum Cardigan, Freunde. Mein Lieblingspiece aus der Kollektion, zumindest von den Teilen, die wir hier haben. Wir haben hier die Maschen des Cardigans, es ist erstmal Wolle, 100%. Und wir haben hier einen sehr sauberen Verlauf. Man hat hier keine Fluseln großartig. Wichtig zu erwähnen ist, dass man hier auch noch einen Ersatzknopf sozusagen an dem Tag hat. Das heißt, wenn hier mal irgendwas abfällt, könnt ihr einen neuen dran nähen. Und ansonsten haben wir hier noch diese geflochtenen Nähte, die ich auch sehr schön finde als Detail und die auch richtig geil verarbeitet sind. Also alles in allem gibt es meiner Meinung nach hier absolut nichts zu meckern. Hat auch echt ein gutes Gewicht. Und deswegen top Qualität auf jeden Fall. Kommen wir jetzt hier so ein bisschen zum Hidden Highlight der Kollektion. Das sind hier diese sehr interessant geschnittenen T-Shirts, extrem leicht und luftig. Ich glaube, man kann es hier schon erkennen. Und das Interessante hier ist vor allem die Zusammensetzung, also der sogenannte Blend. Wir haben hier 50% Cotton, 45% Polyester und 5% Kaschmir. Der Effekt davon ist relativ klar. Also man hat hier wirklich so diesen sehr wallenden Stoff. Ich meine, am Ende ist es ein T-Shirt, das wird einfach so zusammengenäht. Die große Qualität, die hier entsteht, kommt vor allem einfach über die Materialien. Also auch hier wirklich ein sehr hochwertiges Produkt, was man sonst auch so nicht in unserer Bubble finden würde. Mein letztes Piece, was ich hier in der Hand habe, ist ein Crewneck versehen mit einem einfachen Siebdruck vorne drauf. Interessant hier an der Stelle natürlich, dass das Ganze Inside Out genäht ist. Sehr gut umgesetzt. Man hat hier so ein bisschen diese Kontrastnähte und auch hier sieht man wieder French Terry Cotton an der Innenseite ist dann sozusagen die normale Außenseite auch mit einer sehr interessanten Waschung drauf. Und wenn ich mich nicht komplett irre, aber das kann auch durchs Waschverfahren kommen, leicht distressed hier oben am Rand. Auch hier schwer irgendeinen Fehler zu finden, bis eigentlich sogar unmöglich, also auch sehr stabil. So, kommen wir jetzt nun zu den Hosen. Da haben wir zwei Stück von. Ich fange mal mit der einfacheren an, in Anführungszeichen. 100% Baumwolle haben wir wieder am Start. So. Und zwar haben wir hier eine, ja, schon eine Hose, die Cowboy-Vibes versprüht. Wir haben hier unten Distress, das ist halt alles bewusst offen gemacht. Die Nähte sind hier wirklich schön gesetzt. Hier oben an den Pockets hat man auch nochmal sozusagen diesen Distressed-Look und man hat hier eine Stickerei noch drin. Ich keine Ahnung, was das jetzt genau für ein Motiv ist. Auf jeden Fall sieht es sehr ästhetisch aus und passt gut.
zur Farbe der Pant. Hier hinten hat man nochmal so ein Star, ich glaube, das ist auch so Teil des Logos von Zenjef, eingenäht. Also alles in allem, auch hier wieder, es ist eine relativ leichte Hose für jemanden, der es nicht so aufwendig mag. Ein qualitativ richtig gutes Produkt und ein gutes Pendant zu der anderen Hose, die ich euch jetzt zeige. Die lege ich mal kurz hier zur Seite. Und zwar die Cargo-Hose aus der Kollektion. Und die wiegt gefühlt das Doppelte. Also sehr, sehr heavy und sehr, sehr nice von der Wertigkeit her. Wir haben hier 18.395 Taschen. Wie man es halt eben von so einer Cargo kennt, haben wir eine Knopfleiste, die auch sehr schön gesetzt ist, mit dem Zenjef-Logo sozusagen nochmal drauf. Das heißt, auf die Details wurde hier auch geachtet. Ebenfalls 100% Baumwolle, made in Portugal übrigens. Und ich habe vorhin schon mal drüber geschaut. Ich glaube, hier kann man wirklich seinen gesamten Haushalt verstauen und die Taschen sind auch alle top gesetzt. Es ist alles fest, es ist alles gut. Die Druckknöpfe funktionieren einwandfrei. Hier und da hat man eine kleine Naht abstehen, aber auch das ist, glaube ich, alles im Rahmen des Ertragbaren. Deswegen auch hier wirklich sehr, sehr überzeugt von der Qualität. Tja, Freunde, ihr seht, wir scheinen beide relativ begeistert zu sein. Kurzes Fazit an der Stelle von mir. Also ich würde behaupten, Qualität nochmal ein gutes Level über dem, was wir hier sonst eigentlich hängen haben. Mein persönliches Highlight ist tatsächlich hier das T-Shirt. Auch wenn es auf den ersten Blick ein bisschen komisch wirken mag, wurde sich hier weit aus dem Fenster gelehnt und einfach mal ein besonderes Piece kreiert mit einer sehr guten Qualität. Ich mach's kurz und knapp 5 von 5 Punkten von mir. Ja, genau, sehr gut. Meine Favorite Pieces, lila Cardigan von der Quali her und die beiden Hosen finde ich richtig krass. Von mir gibt es auch eine 5 von 5. Ich bin absolut überzeugt, weiß, wie viel Herzblut da drin steckt. Und der Fakt, dass einige Pieces auch schon Organic Cotton sind, spielt da natürlich auch nochmal eine Rolle. Deswegen 5 von 5 von mir. Kommen wir jetzt zum Style, liebe Freunde. Und hier sieht es tatsächlich so aus, dass aus einer objektiven Perspektive ich sehr überzeugt bin von dem Stuff. Ich finde, Zenjef macht eigentlich fast alles richtig in seiner Sparte. Es ist diese sehr gesunde Mischung aus Streetwear und fast schon so ein bisschen High Fashion. Das findet sich hier in fast allen Schnitten wieder, aber auch in der Art und Weise, wie die Pieces aufgearbeitet sind. Wir haben hier wenig Drucke. Die es gibt, finde ich aber auch alle relativ besonders. Muss aber ehrlich eingestehen, es trifft fast gar nicht meinen Geschmack. Ich passe nicht in die Hosen rein. Cargos sind nicht mein Vibe, Schlaghosen sind nicht mein Vibe. Das ist halt eher was für so einen Robert Friedrich. So sehr, wie ich qualitativ das T-Shirt schätze, muss ich aber sagen, sieht es auch lächerlich aus an mir. Ich kann mit Cardigans nichts anfangen. Inside-Out-Sweater finde ich auch nur so mäßig, um ehrlich zu sein. Die einzigen Produkte, die mich so mehr oder weniger abholen, sind die Tracksuits, aber auch die sind mir tatsächlich einfach ein bisschen zu viel. Das ist sehr subjektiv. Ich finde, objektiv, habe ich es ja auch schon gesagt, das an sich ein sehr rundes Produkt, aber bin vor allem gespannt, was Willi jetzt dazu zu sagen hat. Kommen wir nun zu meiner Einschätzung, ihr Lieben. Und zwar möchte ich an dieser Stelle noch mal kurz erwähnen, dass Zenjef auch ein krasser Dude ist, was so Content Creation angeht. Wirklich ein großes Vorbild lange gewesen hat. Die Unternehmensseite für der Brand sozusagen hat eine geile CI. Ich mag die Fotos, ich mag die Shootings. Sind alles sehr clean gehalten, aber trotzdem sehr aussagekräftig. Und ich fühle es einfach zu den einzelnen Pieces. Verhält sich das bei mir tatsächlich relativ ähnlich zu Vincent. Ich habe aber tatsächlich noch so ein, zwei Favorites mehr. Und zwar einmal diese Cargo-Hose, die fühle ich komplett, das ist genau mein Vibe. Schlaghose bin ich eher raus. Cardigan ist richtig geil, ich mag die Farbe, leider sehr boxy, aber trotzdem einfach vom Piece her richtig gut. Style-technisch fühle ich mich auf jeden Fall abgeholt, aber bei Weitem nicht so sehr, wie das vielleicht sonst bei einer klassischen Streetwear-Brand der Fall ist. Natürlich haben wir hier besondere Produkte und die muss man halt auch wirklich fühlen. Ich für meinen Teil aus objektiver Sicht kann sagen, richtig geile Sachen. Aus subjektiver Sicht kann ich sagen, nicht so viel dabei, was ich wirklich persönlich tragen würde. Und deswegen hält sich da auch so die Waage. Zusammenfassend kann man sagen, sehr cooler Stuff, objektiv gesehen, style-wise, richtiger Brecher, subjektiv gesehen, überhaupt nicht mein Fall, bringt mich zu einer Endwertung von 3 von 5 Punkten. Wie sieht's bei dir aus? Ja, ähnlich. Ich bin noch ein bisschen weiter oben angesiedelt. Ich gebe eine 3,5 von 5 aus ähnlichen Gründen. Ich finde es objektiv gesehen richtig, richtig fett und sehe ja auch immer wieder die Fits von den Leuten und das kann ja auch angezogen richtig geil aussehen. Ich für meinen Fall bin nicht so down mit allen Sachen, mit einigen schon. Aber darum geht es ja hier auch nicht. Auf jeden Fall 3,5 von 5 von mir. Wie immer hat Willi hier die Preise vorbereitet für uns.
Sag mal an, mein Lieber. Wir haben bei den Sets, ne, die Hoodies kosten 170 Pfund, die Zipjacke 200 Pfund. Die jeweiligen Hosen, die wir hier haben, kosten 180 Pfund. Dann haben wir das T-Shirt hier, das weiße in dem Fall, mit 90 Pfund. Die Cowboy-Schlaghose hier mit 200 Pfund und diesen Inside-Out angerauten Sweater für 160 Pfund. Und beim Cardigan wissen wir jetzt gerade den Preis leider nicht mehr und bei der Cargohose, aber das wird sich preislich gesehen ähnlich verhalten wie die anderen Pieces im Verhältnis. Genau, und da haben wir jetzt hier auch schon so ein bisschen den kleinen Knackpunkt. Ich finde die Preise tatsächlich relativ happig. Ja, wir haben eine extrem gute Qualität. Ja, wir haben einen sehr guten Style für Leute, die das feiern. Und das ist jetzt nicht total an Haaren herbeigezogen. Aber 180 Pfund hast du gesagt für die Hoodies. Das ist was, 210 Euro oder so? Roundabout. Ich habe den Wechselkurs gerade nicht im Kopf, aber auf jeden Fall eine richtig heftige Ansage, mit nur Qualität nicht zu rechtfertigen. Wir haben hier und da so ein bisschen Organic Cotton. Ich habe auch gehört, dass der Mann wohl Wert darauf legt, dass das alles einigermaßen fair abläuft. Und das passt schon soweit. Nichtsdestotrotz muss man da schon sehr, sehr tief in die Tasche greifen. Für mich daher tatsächlich auch wieder nur eine 3 von 5 für den Preis. Ja. Es ist schon relativ pricey und gerade bei dem Punkt Style, wo wir auch drauf eingegangen sind, wo es für uns beide jetzt subjektiv gesehen eher nicht so das Wahre ist, ist es natürlich dann schwer zu sagen, ich bin bereit, das Geld auszugeben dafür, auch wenn es von der Qualität her auf jeden Fall gerechtfertigt wäre. Ich für meinen Teil finde es auch ein bisschen teuer, kenne die Umstände jetzt der Produktion nicht, weiß ich nicht, aber nichtsdestotrotz bin ich auch der Meinung, auch gerade bei dem Shirt, auch wenn da jetzt ein bisschen Kaschmiranteil drin ist, ist vielleicht auch noch ein bisschen Spielraum nach unten da, aber das sind alles nur Vermutungen. Ich, so rein vom Bauchgefühl her, finde ich es auch ein bisschen zu teuer. Deswegen gibt es von mir auch hier wieder eine 3,5 von 5. Ist, glaube ich, noch Luft nach oben. Ich finde es gut, dass er da auf dem Weg mit Organic Cotton und fairen Arbeitsbedingungen ist. Können wir uns auf jeden Fall auch nochmal informieren für die Zukunft, was da passiert. Und nichtsdestotrotz möchte ich an dieser Stelle nochmal erwähnen, dass ich wirklich sehr happy bin mit den Klamotten, mit der Qualität. Und ich glaube, für Leute, die diesen Film fahren, diesen Style fahren, ist das, glaube ich, auch wirklich so top-notch, was so gerade im EU, im englischsprachigen EU-Raum so am Start ist von kleineren Brands. Das war ja auch schon eine wunderbare Einleitung hier fürs Fazit. Sorry, waren wir vorgegriffen. Das ist aber nicht schön. Das war ja schon wieder eine wunderbare Einleitung hier fürs Fazit. Da würde ich auch eigentlich nur noch das wiederholen, was wir hier in den letzten paar Minuten schon gesagt haben. Qualität, top-notch, können sich viele Leute hier bei uns in der Bubble noch mal eine Scheibe abschneiden. Style-wise muss man drauf stehen. Ich bin da tatsächlich komplett raus und preislich dementsprechend natürlich auch eher, weil es mir dann doch ein bisschen zu happig ist. Also sehr stabil für Liebhaber. Ich finde es geil, dass der Mann den Sprung nach Deutschland gewagt hat und jetzt hier in Berlin unterwegs ist. Auf jeden Fall eine Bereicherung, was das deutsche Markenportfolio angeht. Macht man auf jeden Fall nichts mit falsch, wenn man Bock auf den Stuff hat. True. Und dazu noch ein herzensguter Mensch, habe ihn auch schon persönlich kennenlernen dürfen. Da weiß man auf jeden Fall, dass der mit viel Passion dahinter steckt. Deswegen ist es auch, wenn ihr den Stuff fühlt, der absolut richtige Weg, den zu supporten, indem ihr Pieces kauft, weil da unterstützt ihr auf jeden Fall die richtigen Leute. Kann ich nur so viel sagen. Abschließend, meine lieben Freunde, kann man nur dasselbe sagen, was wir immer sagen. Folgt uns sehr gerne auf Instagram, abonniert den Kanal. Das ist nämlich, wer hätte es gedacht, kostenlos. Lasst uns gerne unten in den Kommentaren wissen. Mehr kostenfrei, wie man so schön sagt. Noch ist es kostenlos, bald für mein Abo-Modell. Richtig, ganz genau, dann werdet ihr abgezogen. Lasst uns gerne wissen, was ihr von unserem etwas neuen Ansatz hier mit den vielen Cuts haltet. Wir haben das Gefühl, das wirkt alles so ein bisschen sortierter und wir kommen hier klarer und schneller zum Punkt. Das war's auch. Willst du noch was loswerden hier an die Leute, mein Lieber? Nee, will ich nicht. Also ich bin tatsächlich auch sehr, sehr gespannt, wie das dann auch im Endeffekt im Endprodukt jetzt aussehen wird. Aber gebt uns gerne Feedback in die Kommentare. Wie immer, wir geben uns die beste Mühe, euch das optimale Zuschauererlebnis zu bieten. Ja, und bis dahin würde ich sagen, freuen wir uns aufs nächste Video. Haut rein, meine lieben Freunde. Ciao. Peace out. Peace out.